Ja, hallihallo zu Tagesabschluss an Tag 5 in Woche 2. Ich bin wieder ziemlich geschlaucht. Ich habe es heute intensiv betrieben quasi. Ja, ich habe alles fertig bekommen. Ich habe jetzt die letzten drei Lektionen heute noch gemacht. Es hat mir jetzt so unter den Nägeln gebrannt, dass ich das einfach jetzt nochmal abschließen wollte. Habe auch alle Tests gemacht, wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Test von den letzten 2 Tagen gestartet und das war jetzt der erste Test und auch der einzige letztendlich, wo ich durchgefallen bin, weil ja, ich war wohl nicht so fit die letzten 2 Tage und habe es deswegen nicht so auf der Pfanne gehabt. Aber okay, die Tests kann man ja wiederholen, das ist das Gute. Und dann habe ich mich nochmal eingelesen und habe dann letztendlich ja, den Test nochmal wiederholt. Und jetzt habe ich alle Tests abgeschlossen, habe alle Lektionen abgeschlossen. Von daher ja, ist das jetzt ein total schönes Endergebnis quasi so kurz vorm Wochenende. Da kann ich jetzt also entspannt reinstarten. Und ja, genau. Kann am Montag quasi direkt mit der Fallstudie beginnen und meine ganze Literatur, die ich nebenbei ja schon mal ein bisschen rausgesucht habe, durchgucken und mich ein bisschen da vorbereiten und strukturieren. Da werde ich euch dann am Montag mitnehmen, was ich da so vorhabe. Und ja, werde mir aber sicherlich die letzte Lektion auch nochmal hernehmen. Das war nämlich auch ein Praxisbeispiel und ich glaube, da kann man sich das ein oder andere auch nochmal abgucken, die ein oder andere Idee. Also das schadet nicht, das irgendwie sich auch nochmal durchzulesen. Genau. Also von daher verabschiede ich mich jetzt ins Wochenende und wie gesagt, bin ganz happy mit der Situation jetzt erstmal und ja, dann schauen wir, wie es am Montag weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bis dahin, ciao!